Man fühlt sich wie im Amazonasgebiet, aber wir sind in Europa. Ich bin in Georgien, umgeben von einem ganz besonderen Regenwald. Die UNESCO hat ihn gerade in ihre Liste des Weltnaturerbes aufgenommen. Der Schutz der biologischen Vielfalt hat sich als eine Win-Win-Strategie sowohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaft erwiesen. Wir sind an der Ostküste des Schwarzen Meeres. Die kolchischen Ökosysteme entwickelten sich bereits vor 20 Millionen Jahren. Georgien schützt diese empfindlichen Regionen seit langem. Und jetzt hat die UNESCO sie international anerkannt. Der kolchische Regenwald, das sind sehr alte Bäume, die die Eiszeit überlebt haben und seitdem tertiär ununterbrochen gedeihen. Man findet hier viele sehr seltene Arten, einzigartige endemische und Reliktarten. Ein einzigartiger Ort, an dem uralte Regenwälder und neuere Feuchtgebiete nebeneinander bestehen. Das Isbani-Moor ist ein perfektes Beispiel dafür. Das ist die einzige Möglichkeit, sich hier fortzubewegen und dabei gleichzeitig das weiße Moos zu schützen, das den Boden im ganzen Isbani-Moor bedeckt. Die Feuchtgebiete der Kolchis haben eine einzigartige Zusammensetzung und bestehen bis zu 80% aus Wasser. Was haben wir hier unter unseren Füßen? Stellen Sie sich einen auf den Kopf gestellten See vor, der 5 Meter tief ist und mit einer Decke aus Torfmoos bedeckt ist. Wenn wir darauf gehen, vibriert er wie ein Trampolin. Die nationalen Behörden erhoffen sich von der Aufnahme in die Welterbeliste nicht nur Mittel für den Naturschutz. Sobald wir Gelder für die Entwicklung von Schutzgebieten erhalten, reinvestieren wir dieses Geld in die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Gebiete. Und die lokalen Haushalte werden von uns unterstützt, um Geschäfte zu entwickeln, Gästehäuser einzurichten und so weiter. Drei der 4 neuen georgischen Welterbegebiete befinden sich in der autonomen Region Adscharien. Die Hauptstadt Batumi selbst ist ein Ganzjahresreiseziel. Welche Auswirkungen wird die UNESCO-Entscheidung auf den Tourismussektor haben? Das ist eine einmalige Gelegenheit für unseren Tourismus, noch vielfältiger zu werden und unsere Region noch attraktiver zu machen. Außerdem wird die Entscheidung unserer Wirtschaft eine neue Dynamik verleihen. Hoch über Batumi wird der Kintrishi-Nationalpark für Besucher hergerichtet. Dieser Ort ist so wild, dass es nicht einmal richtige Wanderwege gibt. Wir haben bereits damit begonnen, Wege zum See anzulegen und Unterstände für Naturliebhaber zu bauen. Georgien plant, die Zahl der Schutzgebiete zu erhöhen und gleichzeitig diese einzigartigen Ökosysteme auf nachhaltige Weise zu erschließen.